Urteil. Bundesverfassungsgericht erklärt EFSF-Sondergremium für partiell verfassungswidrig. Fragwürdiges Gremium kommt trotzdem. Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag das von der Bundesregierung geplante EFSF-Sondergremium, welches bei dringlichen und vertraulichen Fragen stellvertretend für den gesamten Bundestag entscheidungsbefugt sein soll, für teilweise verfassungswidrig befunden. Laut der Bundesregierung sei das Gremium notwendig, um schnell und ohne Verunsicherung der Märkte bei Angelegenheiten bezüglich der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität EFSF Entscheidungen treffen zu können. Man wolle das Risiko vermeiden, aufgrund einer längeren Parlamentsdebatte, welche möglicherweise zu keinem Ergebnis führt, in Finanzkreisen für Unbehagen zu sorgen. Stattdessen sollten derartige Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie unter der Prämisse, möglichst rasch handeln zu können, stattfinden. Das Gericht beanstandete die unverhältnismäßige Repräsentanz der Bundestagsfraktion in dem neunköpfigen Gremium, welches sich aus Vertretern des 41 Mitglieder umfassenden Haushaltsausschusses zusammensetzen soll. Diese werden wiederum gemäß der Sitzverteilung des Bundestages bestimmt. Weiterhin wies das Gericht die von der Bundesregierung angeführte zügige Arbeitsweise des Gremiums als unbegründet zurück. Der Präsident des Gerichtes, Andreas Voskuhle, sagte zur Begründung: Funktionsfähigkeit ist aber kein Selbstzweck, sondern bleibt bezogen auf das Ziel, möglichst viel parlamentarische Legitimation zu ermöglichen. Vertreter aller Fraktionen begrüßten die Entscheidung des Gerichtes und Bundespräsident Norbert Lammert kündigte an, dass man die monierten Punkte nachjustieren werde. Nun soll das Gremium vergrößert werden und lediglich über den Ankauf ausländischer Staatsanleihen entscheiden dürfen. Inwiefern es nicht möglich gewesen sein soll, den Haushaltsausschuss oder gar den Bundestag unter Ausschuss der Öffentlichkeit in dringlichen Fragen des EFSF einzuberufen, ist bedauerlicherweise nach wie vor eine unbeantwortete Frage. Stattdessen hat man sich für ein parlamentarisch fragwürdiges Gremium entschieden, welches dem ohnehin stark beanspruchten Bundesverfassungsgericht mehr Arbeit beschert und selbiges einmal mehr in die unfreiwillige Rolle des Rechtssetzers gedrängt hat.